Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Feed the Beast. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar Sachen gefunden bzw. gecraftet und haben uns und ich habe mich dazu entschieden, dass wir hier unsere Bleibe machen. Also Bleibe errichten und ja, dann legen wir auch gleich wieder weiter. Wir wollen ja hier nicht in den Baustopp kommen. Auch mal was richtiges, richtig festes zu Hause haben. Ne? Also ich wenigstens. Ich spiele das Spiel gerade hier. Was ist das hier, was man sich abbauen kann? Und dann kriege ich auch kein Item. Eine Frechheit. So. Da hört es auch schon auf. Da müssen wir nämlich hier. Sagen wir mal, was macht denn der da draußen? Warum setzt denn der hier nichts hin? Jetzt hat. Müssen wir hier doch den Gang so lassen, wie er ist. Und davon nicht Gebrauch nehmen. Wir hier dann zumachen können, dann ist nämlich die Umrandung soweit fertig. Dann machen wir uns noch da frei. Ich habe die Geräusche eigentlich ausgestellt, aber anscheinend kommen sie wieder. Sounds 20% runtersetzen. Mal schauen, ob jetzt noch mal was kommt. Also Stein sollten wir dann auf jeden Fall schon genug haben. Ne? Decke, also wie gesagt, wir lassen das Haus erstmal so, wie es ist dann. Damit wir uns dann auf die wesentlichen Dinge konzentrieren können. Sprich, anfangen den Keller zu bauen. Weil ich möchte halt, wie gesagt, soweit auch erst alles haben, was ich brauche. Also sprich, alle Räume, was ich soweit haben möchte. Das sind halt die ersten Folgen. So, vielleicht mache ich es auch mal so, wie ich es in den anderen gemacht habe, dass ich sage, okay, die große Höhle oder die großen Raum mache ich offline, also mach, sprich nach der Aufnahme fertig. Und wenn wir was bauen oder so, dann nehme ich auf. Livestreams wird es auch geben. Das habe ich mir jedenfalls vorgenommen. Auch zu WWE 2K15. Solltet ihr ja kennen. Genau. So, dann haben wir hier unseren Raum. Dann habe ich vor, dass wir das als Boden nehmen. Das, was eigentlich wahrscheinlich nicht ausreicht. So, dann machen wir das erstmal so. Mal rechts und links vom Eingang kommt keine Treppe hin, also will ich nicht keine Treppe haben. Dann wird hier irgendwie da hinten in der Ecke sein, dass es da runter geht. Dann machen wir das uns schön gemütlich hier drin. Ah, da fehlt noch die Wand. Gut, dass ich das sehe. Dann machen wir das nämlich gleich weg. Zack, zack, zack. So, dann ist es nämlich jetzt komplett außen rum. Das ist der Vorraum. Jetzt rutscht mein Mauspad weg. Dann kann ich ja nicht mehr so gut zocken hier. Und genau in der Ecke fehlt was. Okay, Tür craften. Ich brauche mir 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das zweimal. So. Schuppdiwupp. Tür dahin, Tür dahin. Auf dann. Ja, vielleicht machen wir zwei. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir da rausbekommen aus einer.
Ein Stück. Ach, das reicht erstmal, dass wir den Raum erhellen können. Ja, wobei machen wir mal zwei dazwischen, dann geht es auch besser auf von der Stückzahl her. 1, 2, zack. Zack. Dann ist auch der Raum soweit erhellt. Dann können wir uns die Sachen mal reinholen und dann gehen wir auch gleich schon wieder schlafen. Ah ne, erstmal schlafen, ne? Aber YOLO. So, Crafting Box hier hin und Bett in die Ecke. So, dann holen wir das noch in die Kiste rein. Die stellen wir daneben. Tun das wieder alles rein, was ich nicht brauche gerade. Und dann bauen wir uns einen Ofen. Den Stein hätte ich dann trotzdem doch drin lassen können. Zwei Öfen. Dann machen wir das so. 11 da rein, 11 da rein. Und dann fangen wir das und das an zu schmelzen. Okay, dann gehen wir, wie gesagt, Tür zumachen. Keine Besuche hier. Und schlafen mal weiter. So. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir auf die Suche nach Holz weiter. Sprich, wir sollten dann noch eine Axt mitnehmen. Dass wir da noch was für den Boden haben. So, können wir dabei auflassen, sonst haben wir keine Monster an. Ich bin es immer noch gewöhnt, wie bei der 1.8, dass man auf SDRG sprinten kann. Oh, kein Hühnchen rausgekommen. So, Holz haben wir genug, aber gerade nicht das, was ich brauche. Aber das ist wurscht. Dann haben wir Holz, was wir zum Verbauen nehmen können. Und das ist immer ganz praktisch, wenn man auf die Bäume draufstehen kann. Dann kann man es von oben bis unten runterbauen. So. Dann machen wir uns mal kurz auf die Suche nach den Birkenbäumen. So müssen die heißen. Das sind dieses helle Holz. Das weiße. Das müsste das sein. Das war Treibsand. So wie es ausschaut. Da sollten wir vielleicht demnächst nicht mehr reingehen. Papier, das ist gut. Eine Höhle. Können wir vielleicht. Oh, Eisen. Und Aluminium. Kohle. Ja, dann machen wir gleich noch mit einer Höhlentour, ne? Warum denn nicht? Ja, ist schon gut, Handy. Bist jetzt still. Dann schalte ich dich aus. So. Also falls die Folgen noch nicht in Kürze erscheinen sollten, ich werde es so machen, dass ich jetzt längere Aufnahmesession mache, dass ich dann genügend Folgen mal habe. Mittlerweile habe ich 4 Minecraft-Folgen noch auf Kasten, die ich noch hochladen werde. Aber wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, bitte entschuldigt das auch,
falls mal kein Video kommt, dass ich es einfach mal vergessen hatte. Weil YouTube ist wie ein Hobby für mich. Das mache ich, je nachdem, wie viel Lust ich habe. Also ich sage jetzt nicht so, hey, Alter, ich muss heute noch ein Video hochbringen oder so. Ich sage, das ist reines Hobby von mir. Und deswegen bitte entschuldigt es auch, wenn jetzt mal ein, zwei Wochen kein Video kommt. Deswegen habe ich noch nicht lange nicht aufgegeben. Und die treuen Zuschauer und Abonnenten, die wissen das eigentlich. Wir brauchen mehr Kupfer. Wir nehmen alles Kupfer mit, was wir finden. Aber nicht das hier. Das brauchen wir nicht. Ja, ich weiß, ich kann nicht singen, aber probieren kann man es ja trotzdem mal. Alter. I'm peaceful. Joala. Es erhält sich was. Es geht ein Lichtlein auf. Oh, boah, hier hab ich mich jetzt erschreckt. Scheiß Fledermaus. Alter, Schäde. Zeig, ja, da kommt irgendwie so eine Fratze daher. Oi. Ach, hat er keine Spitzhacke mehr. Gut, dann war das jetzt unser Ende von der Mining-Tour. Und wir gehen jetzt zurück, da wo das Wasser herkommen ist. Wie viel Kohle haben wir denn schon wieder? Hey, über den Stack. Das ist doch perfekt. Aber ein Eisen nur. Aber für wieder 8 Kopper. Das ist schon mal ein gutes Anzeichen damit, dass wir hier in der guten Gegend sind. Mal schauen, ob wir da hinten auch hochkommen. Schon wieder eine Fledermaus. Jo, da ist eine Treppe. Wie für uns gemacht. So, aber deswegen machen wir uns jetzt trotzdem noch bis zum Folgenende auf die Suche nach einem gewissen Birkenbaum. Die da draußen, denken wir, die können, sind die besten Fahrer hier. Können ein bisschen angehen mit ihren Schrottkranen. Okay. Papier brauchen wir noch, das habe ich gesagt. Ah ja, gut, habe ich schon 4 Stück im Inventar. Bis jetzt noch kein Birkenbaum gefunden. Da ist einer, juhu. Wenn man vom Teufel spricht, da ist er. Ich schlafe gerade meine linke Hand ein. Naja. So, dann haben wir da noch 2 Birkenbäume, die nehmen wir natürlich auch noch mit. Und natürlich sollten wir dann noch die Setzlinge mitnehmen, die uns dann runterfallen. Deswegen nicht gleich wegrennen. So, da ist noch ein Holzbalken, da schauen wir mal, ob da drüben schon wieder welche weggefallen, runtergefallen sind. Oak Sapling. Ah, da liegt ein Apfel. Den nehmen wir uns doch gleich mit. Da fällt da nichts. Juhu, Bridge Sapling. Ja, ich habe die Sprache diesmal auf Englisch gelassen. Muss man nicht immer umstellen. Jetzt haben wir schon 2. Schauen wir mal, was da drüben runtergefallen ist. Ein bisschen
Bis jetzt gar nichts. Ich sehe auch nichts, dass das oben rumliegt. Hier auch nichts. Schauen wir noch mal darüber. Jo, bis dann. Toi, toi, toi. Juhu. So. Joala. Ja, dann hacken wir aber noch den Baum ab. Dass wir da noch ein bisschen Holz haben. Ja, das ist wieder so ein großer fetter Baum. Aber den holt sich nieder. Den haben wir auch noch nieder. Keiner ist vor uns sicher. Also ich möchte mindestens 4 Saplings haben von den Birkenbäumen. Ich weiß, es sind ja noch mehr Bäume, aber muss ja gerade nicht alles abholzen. Sonst haben wir irgendwann keine Bäume mehr. Da ist noch ein Setzling. Da auch. Da auch, aber noch kein Birkensetzling. Jedenfalls nicht, in was ich sehe. Da ist jetzt gerade einer runtergefallen. Das ist aber auch kein Birkensetzling mehr. Waren die nicht mehr runter, oder? Was sind die jetzt an dem Baum noch dran gebunden? Dann hat man den nämlich auch weg. Ach, 3. Einen brauchen wir noch. Kommt schon. Einen geht schon noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Ja, das wird bei uns sehr häufig gesungen. Auf dem Oktoberfest. Wenn die ganzen Leute besoffen sind. Und es wird schon wieder dunkel. Und wir sind über der Aufnahmezeit drüber. Aber YOLO. 4 Stück, das passt. Dann packen wir es wieder in Richtung Heimweg. Dann haben wir jetzt genügend Holz. So weit zusammen und Setzlinge auch. Du, 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 du. Gehen so, als würden es so Dinosaurier sein. Mit diesem Blum, Blum. Nein, 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 nein. Böser Treibsand. Böser, böser Treibsand. So, sind wir auch schon gleich wieder da. Da ist dieser Dschungel. Ich hab das auch lieb. Ja, ich auch. So. Tag. So. Vorne S und hinten O. Okay, scheint fertig zu sein. Können wir gleich Aluminium reinstecken, Kopper und da auch nochmal Kopper rein. Und dann tun wir das doch alles da rein. Die können wir setzen, die Setzlinge noch, bevor wir Aufnahme Stopp machen. Damit wir da auch wieder Holz haben. Gut. Dann war es das auch schon für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bei einer neuen Folge von Minecraft Feed the Beast. Bis dahin, ciao, haut rein, Leute. Tschüss.